Also es wäre lustig, ja. Wenn das denn der Todesplanet wäre. Ja. Blaue Chips funktionieren gut. Aber wow, hast mal komplett umgebaut. Sieht sehr ordentlich aus. Ja, mit Hilfe, ne? Na, wobei, das habe ich einigermaßen alleine gemacht. Der Platz hat tierisch geholfen. Also gerade von den Gängen, dass sie ein bisschen breiter sind. Und diese Halbautomatisierung, das war ein Vorschlag, glaube ich, von Tyvian. Das klappt auch ganz gut. Also ich kann jetzt theoretisch nebenbei immer wieder ein paar davon herstellen. Bis wir dann auf 500 kommen. Naja. Nee, das wollen wir dann jetzt nicht. Stattdessen. Kostet gar nichts. Warte mal. Abtransportieren. Kostet fast gar nichts, genau. So einen kleinen Kram können wir ruhig mal wegmachen. Was schaltest du denn so frei? Warp Planet Teleporter Energy ist 4, ist aber nur, dass er mehr transportieren kann. Warp Akkumulator. Kostet schon mal 1000 lila Tränke, das werden wir nicht machen. These Accumulators balance power between the warp platform and all warp accumulators, allowing increased energy throughput between platform floors. 2000, ja genau. Nein, 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 nein. Ja, machen wir ein bisschen grün und rot. Dann können Sie die hellblauen so lange holen. Ich würde mal sagen, anfangen mit Uran abbauen. Du brauchst sehr, sehr viel, bis du 41 hellgrüne hast, um aus 41 dann 42 zu machen. Wie gesagt, ich bin nicht wirklich motiviert, Vanilla Factorio weiterzuspielen. Ich versuche jetzt noch einen Todesplaneten zu sehen, um zu gucken, wie stark das da ist. Und dann weiß ich nicht, wie ich das weitermache. Also eventuell spiele ich das dann off-camera weiter bis zum Todesplaneten und mache dann ein Video mit dem Todesplaneten. Oder wir setzen das irgendwann anders fort, aber jetzt sehe ich keinen Grund darin. Das merkt ihr auch daran, dass ich mich so oft davor sträube. Weil eigentlich weiß ich ja, wie die Chemiefabrik, der Aufbau davon ist und mit den blauen Tränken oder sowas. Aber das jedes Mal wieder neu aufzubauen, jedes Mal neu die Rohre richtig zu verlegen, dass alles passt, das ist langweilig und nervig. 44. Das kann beschränkt werden. Also ja, das Uran würde eine Weile dauern und erst dann kannst du Atomenergie nutzen. Brauchen die Atomenergie noch gar nicht. Wenn wir jetzt alles auf Lasertürme umstellen würden, was absoluter Overkill wäre, weil selbst jetzt können wir ja ziemlich lange durchhalten. Wenn wir Lasertürme nutzen würden, dann bräuchten wir Atomenergie, ja. Aber so sehe ich das jetzt nicht. Und theoretisch können wir auch immer mehr Platz hier unten freischalten und hier unten ist durchgehend Halblicht. Also ist das auch nicht so wild. Na gut, dann Crusader Kings 3 stattdessen. Crusader Kings 2 im Stream war der Knaller. Ich bin mir am Überlegen, ja. Naja, die Herausforderung ist entweder ewig auf die Forschung zu warten und dann wird der Mindesttimer echt groß und oder den Aufbau zu optimieren und den Platz ständig neu zu nutzen. Ja, also ich baue einigermaßen gerne um. Das merkt ihr ja auch in den ganzen Playlists immer von Factorio, dass es immer eine Fabrik gibt, wo alles total chaotisch ist. Dann gibt es eine, die ist ein bisschen besser, dann eine, die fast perfekt ist und dann am Ende die, die ich nie baue, die perfekte. Aber hier jetzt, um eine 20% Leistungssteigerung zu machen, das alles nochmal neu umzubauen, ist.
glaube, es ist dir zu wenig Herausforderung. Was ich nicht ganz verstehe, ist, warum bei dir so wenig angegriffen wird. In meinen Spielständen sind die Angriffe gefühlt viel krasser, aber keine Ahnung, warum das so ist. Hast du eventuell den Submod installiert zu WarpTorio? Es gibt da einen, der das Spiel wirklich noch einen Ticken komplexer und schwieriger macht. Da werden auch nicht die ganzen WarpTorio-Forschungen automatisch mit freigeschalten, sondern muss man eine kleine Mission machen auf dem Planeten. Und erst dann kriegt man diese blaue Forschung dazu. Was aber, wenn man es alleine spielt, sehr nervig ist. Es ist eher für eine kleine Gruppe ausgelegt. Nein, ich glaube, ich habe es recht ähnlich wie du. Hast du auch die Cold Biters? Ich bin mir nicht bewusst, irgendwelche Cold Biter jemals gesehen zu haben. Breath Edge nennt es sich und hat also seinen eigenen Humor. Ah ne, beziehungsweise was anderes, warte. Es ist ein Weltraumerkundungsspiel mit viel Humor. Nun realist worden? Released worden, achso. Humor ist immer so eine Sache. Ich bin normalerweise nicht so der Humor-Fan bei Spielen und Büchern und so. Also trockener Humor, ja. Aber es sollte nicht der Fokus sein und es sollte die Sachen nicht so ins Lächerliche ziehen. Cold Biters gab es in dem Modpack nicht. Das ist, glaube ich, ein erweitertes Modpack, ja. Das würde dann erklären, warum es bei dir schwieriger ist. Weil halt neue Biter dazukommen, auch so eine Feuerbiter und extra Herausforderungen. Ich glaube sogar Bossgegner. Dies habe ich leider zu spät zum Laufen bekommen, sonst wäre der Run hier auch schon damit gewesen. Wobei, ich habe es dann privat ein bisschen gespielt mit dem Mod. Und wenn man es wirklich alleine spielt, dann kriegt man die Aufgaben nicht ordentlich erfüllt, weil man nicht so schnell rauskommt, um die Mission zu machen. Und dann hat man einfach nur noch viel länger diese erste Phase vom Spiel. Also quasi Vanille auf sehr engem Raum. Und ich werde es nicht mit Leuten zusammenspielen, weil ich nicht mit Leuten zusammenspiele. Ich mag es nicht, mich zeitgleich auf andere Leute einzustellen und das zu machen, was andere Leute mögen. Also, nee. Ich bin Einzelgänger, das ist okay. Oh, Schäden da unten. Also wir haben noch Zeit für einen weiteren Sprung danach, wenn es nicht gleich ein Todesplanet ist. Heavy aroma of grease and machinery suddenly wafts over the platform and you wonder if you have been here before. Aber jetzt sollten wir vielleicht doch mal kurz Eisen und Kupfer auch mit rausschmeißen. Dass das nicht zu kurz kommt. Crusader Kings 3 würde mich sehr triggern. Go for it. Ich kann ja. Oh ne, ich kann nicht. Ich wollte gerade sagen, ich kann ja mal nebenbei im Hintergrund das runterladen. Aber ich glaube, ich habe es sogar schon runtergeladen, ne? Nee. Ja, nee, das kann ich im Stream nicht runterladen. Dann schmiert alles ab. Oh, Angriff. Oh, warte, wir waren unten rechts ein bisschen angeschlagen, ne? Gehen wir da runter. Ah, Bots machen das, ja. Das ist schon schön. Also es ist bestimmt interessant auch zu sehen, WarpTorio weiterzuspielen, auch wenn es nicht so viel neue mehr Änderungen hat. Einfach nur, um dann später die Roboterarmee zu haben, um mit Blueprints zu arbeiten und so weiter. Also wenn ihr das privat spielen wollt, kann ich es echt nur empfehlen. Aber ich habe da halt nicht mehr so die Muße zu. Was hast du für eine Internetleitung, Girogon? Ich 100 Mbit? Also ich weiß, ich habe vor Jahren das Beste genommen, was es hier vor Ort gab. Und seitdem habe ich mich nicht mehr um sowas gekümmert.
Aber ich glaube, es ist heutzutage nicht mehr das Beste. Also ich habe auch extra die Upload-Rate hochgestellt, sonst könnte ich nicht jeden Tag, keine Ahnung, 100 Gigabyte oder was an Videomaterial hochladen. Soll ich mal wieder nachprüfen? Gibt es bestimmt inzwischen eine günstigere? Ja, wobei, ich ziehe eh bald um, macht keinen Sinn. In vielen Orten von Deutschland sind 100 Mbit besser als möglich ist. Okay. Ja, deswegen bin ich auch immer noch ein Fan davon, dass alle in die Städte ziehen sollen und die Roboter machen draußen die Landwirtschaft. Ist doch viel toller. Dörfer sind doof. Sorry. Gigabyte, aber Karl, laut Telekom vor 7 Jahren braucht niemand mehr wie 75 Gigabyte im Monat. Ja. So viel habe ich teilweise auf dem Handy verbraucht. Ich erinnere mich, als du, Gero, die Raids mit 30, 40 Leuten organisiert hast bei EverQuest. Es war 2002, da musstest du dich auf so viele Player einstellen. Das waren Gilden-Raids, sehr anstrengend. Ja. Ja, wobei das geht. Da haben sie mich ja nicht mit der Kamera gesehen. Ich, ne? Musste auf sowas alles achten. Das war einfach nur spielen und ein bisschen organisieren. Manche Dörfer haben bessere Netz als Städte, weil da die Genehmigungen zum Ausbau einfach zu kriegen sind. Hast du da einen Namen? Also im Süden von Hamburg vielleicht. Momentan schiele ich in Richtung Buxtehude oder Stade. Das ist nah genug dran an dem neuen Wohnort von meiner Kleinen. Das ist wahr. Habe ich hier im Dorf eine bessere Internetverbindung als in der nächsten Stadt? Ja, Stadt oder Staat? Also ich wohne momentan in Norderstedt, das sind so 80.000 Einwohner und das würde ich gerade mal noch so Stadt nennen. Wenn es ein Ticken weniger wäre, wäre es auch schon fast wieder ein Dorf. Kühler sagt, ich habe da Erfahrung, hatte einige Anrufe von Leuten mitten in Großstädten mit Max 16K und vom Dorf Leute mit 1G. Faser sagt, also ich habe 100 Gbits, 10 Gbits, Hust. Das klingt viel. Wo kriege ich das? Habe 1 Gigabyte Glasfaser hier in Berlin. Ja, okay, aber dafür ist Berlin nicht so hübsch wie Hamburg. Ja, in Berlin hast du schlechteres Netz als du mit deinen 100 Mbit. In der Schweiz. Ja, okay. In der Schweiz ist alles besser. Es kostet nur 100 mal so viel. Und man verdient aber auch 100 mal so viel. Aber nicht als Let's Player. Also ich habe ja einen Schweizer Pass. Ich könnte dahin zurück, aber ich könnte mir da nichts leisten. Zocknapf sagt, ich habe eine Stadt. Du hast eine Stadt? Haben deine Einwohner wenigstens alle gute Internetverbindung? Nee, warte. Ich habe eine Stadt in der Nähe, da ging das Übertragen von Fotos per Pferd schneller als per Internet. Ja, okay. 2 Minuten 10 noch. Letzter Sprung für heute und vermutlich für diese Playlist. 10 GB. Zwackst da wieder direkt vom KVT die Leitung an. Ja, ich muss mal schauen. Also wobei es daran immer selten liegt. Also heutzutage ist ja selbst das Durchschnittliche, was ich jetzt wohl gerade habe, mehr als genug selbst für einen Streamer.
sind dann meistens eher andere Probleme über Twitch direkt oder ähnliches. So, 1,30. Komm schon, gib uns noch einen Todesplanet. Aber selbst wenn jetzt keiner kommt, ich denke, ich werde dann off-camera so lange weiter hüpfen, bis wir einen Todesplaneten sehen und dann mache ich ein kleines Schnipselvideo und hänge das dann hinten an die Playlist dran. Und vielleicht spiele ich auch nochmal weiter. Well, mal gucken. Gerugon, mein Rekord liegt bei 1,3 Terabyte im Monat, gefolgt von 1 Terabyte. Ah, welches Handyspiel hast du da gespielt, was eine große Leitung braucht? Ja, wobei, also bei mir war es primär bei den Nachtschichten dann nebenbei auf Tablet oder Handy irgendwelche Sachen gucken. Weil das ja auch die ganzen Videos immer runterladen muss zum Gucken. Kannst auch per Cheat einen Todesplaneten direkt bekommen, wenn du willst. Oh ja, das kannst du mir gerne raussuchen. Einfach nur mal zum Testen, dann speichere ich vorher ab. Was kommt denn nächsten Monat? Kann ich noch nicht sagen. Ich werde es twittern, ich werde es auf Discord schreiben, wenn ich es weiß. Crusader Kings klingt nicht schlecht. Planet. Ne, gut, den speichere ich mal ab. Eventuell kriegen wir gleich noch einen Cheat. Stream 14 Ende Fragezeichen. Darf kein Fragezeichen haben. Chat Command slash Cheat, dann oben links den Planetentyp weiter auswählen. Slash Cheat. Player tried using the cheat command. Using the cheat command will disable achievements. Ja, ist okay. Und dann oben links den Planeten weiter auswählen. Wo oben links? Nochmal eingeben. Warum habe ich plötzlich alles? Homeworld, Uncharted, Jungle Dwarf. Beide? Ich glaube, das ist beide, ha? Huh? Das jetzt aber erst in 8 Minuten, ha? Ja, weiter. Gerogon set a course for weiter. Ach, das kann man Spiel auch direkt auswählen? Gehen wir in die unteren Stockwerke. So, jetzt kommen wir ja ein bisschen Spoiler, ne? Da geht's runter. Also erstmal ist hier ein Atomreaktor in der Mitte. Das ist der Warp-Reaktor. Ja, das ist mal wieder ein bisschen mehr Platz. Warum rechts nicht? Achso, die Karte ist einfach noch nicht aktualisiert. Ah, okay. Ja, also gibt definitiv noch Upgrades, was das angeht. Wie springe ich jetzt direkt weiter? Accelerator. Stabilizer. Ich mache nochmal Cheat. Tools? Nein. Settle. Hinter Warpzone steht verdeckt nach Sofortsprung aus.
Was? Ausmachen geht dann nicht mehr. Aber der settelt dann hier und nicht auf den Todesplaneten, richtig? Es sind nur noch 6 Minuten, das können wir theoretisch auch noch abwarten, aber es wäre schon schön, das irgendwie besser hinzubekommen. Gucken, ob hier noch irgendwas drin steht. Achso, das sind die ganzen Texte, die kommen, weil die Sachen automatisch aufgestuft wurden. Was sind das für Türme in den Ecken auf der Hauptplattform? Was ist da? Das ist ein Zug. Für diejenigen, die so Züge mögen. Das sind einfach nur. Warum auch immer ich Züge im Inventar habe. Dings im Inventar habe. Das ist wahrscheinlich, damit ich hier im Kreis fahren kann, um dann durchgehend Artillerie zu verschießen. Moa, Züge. Ja, genau. Wie sieht die Forschung aus? Die Forschung ist instant fertig. Ich dachte, das macht echt nur das Menü auf und ich kann aussuchen, was für Cheats ich haben möchte. Das ist jetzt gleich alles aktiviert, hätte ich nicht erwartet. Wir haben auch mehr Platz im Inventar. Wir haben. So, wir können jetzt instant alles herstellen. Ne? Ich kann mir jetzt also auch einfach so Artillery Units holen. Ich habe noch nie gescheatet bei Factorio. Wozu ihr mich alles bringt hier. So. Keine Gegner in der Nähe. Doch. Spider. Spider. Da. Irgendwo. Flupp. Heiß beider. Ja, dann trumpfen wir jetzt mal richtig auf. Albern ein bisschen rum. Haben so nur unseren Spaß hier in der Playlist. Da 20 Stück von. Wir hätten gerne MK2 Energy Shields. Große Battery. Kriegen die Dinge Energie? Portable Fusion Reactor. Was brauchst du? Gar nichts, oder? Da müsste auch noch irgendwas rein. Nö. So. Der Grid ist nicht größer, sehe ich gerade. Nein, Google. Warp Spider? Gibt noch einen Warp Spider? Oh, stimmt. Da. Hi. Du siehst anders aus. Da sind definitiv mehr Slots. So, es geht dann nach rechts weiter. Spinnchen hat Aura. Ja, Spinnchen ist egal. Spinnchen ist gecheatet, das kann auch sterben. Du baust das auf. Da. Rockets bräuchten wir noch. Haben wir noch Atomrockets oder sowas? Warp Nuke. Oh Gott. Ich hoffe, die Leute, die nicht gespoilert werden. Nicht gespoilert werden wollten, haben rechtzeitig ausgemacht. Steuerung, nein. Geh da mal rein.
Da sind Aliens, warum schießt du nicht? Mächtig, mächtig. Kann ich einfach so reinwerfen, ne? Ja, füllt sich automatisch. Robin 1,30. Jo, ich lauf weg. Also die Sache abreißen. Ich möchte jetzt ja gucken, ob wir mit unserer jetzigen Basis, ohne irgendwelche anderen Sachen, das überleben würden auf einem Todesplaneten. Also wir haben jetzt ein paar mehr Upgrades, ja. Was sollte okay sein? Mal gucken. Spider weg, die Spider schießt nicht von alleine, wenn ich drin stehe. Es geht ja primär um die Türme. Also der Schaden vom Spieler ist vernachlässigbar. So, 20. Was gibt's noch so schönes Atomschießendes? Es gibt bestimmt noch Atomartillery. Nein, gibt's nicht. Es gibt Atom-Cannon-Shells. Es gibt ein Warp-Plattform-Portal. Und es ist kein Todesplanet. An average planet. Ach komm schon. Ist es denn eigentlich egal, wo du mit der Warp Spider stehen würdest? Solange das Häkchen hier raus ist, ja. Wenn das Häkchen an ist, dann schießt du auf alles. Doch, settle. Settle? Confirm. Homeworld set. Und nu? Es ändert nichts. Schade. Nochmal, wenn die Chance nur 30% ist. Ja, das Problem ist halt. Das ändert nichts. Das Problem ist halt, wir müssen jedes Mal 8 Minuten warten. Und wenn es nur 30% ist, dann kann das jetzt 4-5 Sprünge dauern, wenn es schlecht läuft. Das wäre mir allerdings jetzt ein bisschen zu albern. Also wir laufen jetzt einfach mal mit so einer Spinne ein bisschen rum, machen das Häkchen wieder rein. Verteilen so dazu. Oh, das greift uns nicht an. Moment mal. Also wenn ich damit jetzt bewusst auf meine Sachen schieße. Kann ich nicht. Oder habe ich keine Raketen mehr? Doch, habe ich. Ein anderer Tipp. Settle wieder auf Beiter. Settle vielleicht. Hab ich ja. Weiter. Also es könnte hier einen Befehl geben, aber ich weiß halt nicht, wie der heißt. Evolution Kickban, nein. Das sind alles Vanilla-Befehle. Zettel ist falsch, ja. Mit Slash Kickse. Nein, nicht mit Slash Kickse. Können wir dich. Warte, wir können vielleicht ein bisschen Atomfuel. Und das dann da reinschmeißen. Und dadurch geht das hier irgendwie schneller. Keine Ahnung, was ihr macht.
Kannst du nochmal das Help anzeigen? Gab es da keinen Befehl? Es gibt die regulären Vanilla-Befehle, aber nichts Besonderes. Zumindest sehe ich da drin nichts, was spezifisch für Warp-Tore sein sollte. Piu, 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 piu. Da ist nichts. Raus. Eventuell Züge. Nein, keine Züge. Also das hier scheint nicht zu beschleunigen, wie schnell man springt. Haben wir nicht noch Forschung? Ja, warte. Warp Combinator? Nein. Das ist alles schon auf Max, ne? Voller Robot Count, Mind Productivity. Ist alles auf Max. Außer der Nachteil, wenn man schummelt. Deswegen, wenn jemand schummeln sollte, man weiß halt nicht, was alles möglich ist, weil man es nicht selber geschafft hat. Man könnte ja kurz vor dem Warp abspeichern und dann wieder laden. Da musst du nicht immer wieder warten. Das ist eine gute Idee. Also ist nicht wirklich kurz davor, aber wir haben jetzt ja nur noch 4 Minuten, dann kurz vorher speichere ich nochmal. Oh. Oh Moment, wenn wir jetzt Kisten finden, ne? Dann müssten die Kisten ja auch alles drin haben können, was wir herstellen können. Also alles. Also können wir auch mal schon Zeit rumkriegen. Halt immer die Augen offen nach einer Kiste. Was bestimmt tierisch leicht zu sehen ist, damit der Spinne durch die Gegend heizt. War Speicherstand 14 Ende, nicht näher zeitlich gesehen. Ich kann es testen. Test, Load, da. Nee. Da sind wir gerade erst angekommen. Also nein. Load, Test, Load. Gab es nicht mehr viel, die Geschwindigkeit an sich im Spiel hochzustellen, also in Vanilla? Das könnte auch dann die Zeit hier beeinflussen, falls jemand da die Befehle für kennt. Also, wenn ihr übrigens irgendwo eine Kiste ist, ich habe alles übersehen, ich sehe gar nichts. Na, das ist Stein. Schon ein bisschen übertrieben haben. Da ist eine Kiste mit Heatpipes und 24 roten Chips. Ja. Soll nicht zu weit weggehen. Wir haben nur noch 2 Minuten 40. Wieder zurück. So. Gibt es noch so schönes Warptorio Fuel? Nein. Wiki sagt, slash, oh jetzt geht's los. Slash C Game dot Speed gleich X. Was ist, wie viel ist X? 2 ist Double Speed. Okay. Ja, also Warping In geht jetzt schon mal schneller. Dankeschön. Wow, okay. Das funktioniert. Also wirklich alles schneller. Ein Wunder, dass das Spiel das mitmacht. Autoschuss der Spinne ausmachen. Ah ja.
Speichern. Guter Hinweis. Speichern. Normal Planet. Laden. 30%, ha? Huh? RNG ist so eine Sache. Normal Planet reminds you of home. Ist dieselbe Nachricht wie eben gerade. Ich glaube, das ist fix. Was als nächstes kommt. Ah, Arbeiterplanet. Wow. Okay. Ja, da ist schon der erste Turm gleich am allerwertesten. Ich mach's mal spaßeshalber an und gucke, ob wir so lange durchhalten können. Das Hauptproblem ist halt, es geht nicht darum, dass die Feinde gleich rankommen. Das schaffen wir. Das Problem ist, dass die Würmer so nah dran sind, dass sie die Außenposten angreifen können. Das heißt, sobald sie das weggeknabbert haben, geht es primär mir darum, ob dieser Ring hier hält. Würmer haben die größere Reichweite als deine Türme. Das ist natürlich suboptimal für deine Defense, ja. Deswegen ist es auch ganz praktisch, wenn manche Mobs Wurm-Creeping nutzen, also mit den Würmern Stück für Stück näher rankommen. Guck dir das mal an. Achso, ich sollte nicht extra triggern. Ich tue ja so, als wenn ich jetzt, ne, armer, kleiner Castorio-Chan hier bin. In der Basis hocke und versucht die 7 Minuten zu überleben. Aber wirklich viel in Angriffen kommt er nicht, obwohl da überall Basen sind. Die Würmer bewegen sich ja nicht und Smallbiter kannst du praktisch unendlich töten. Ja. Das heißt, ein Todesplanet wäre gar nicht tödlich. Ich drehe jetzt Geschwindigkeit mal hoch und gucke, ob da irgendwas passiert. Nö. Ja, und damit blutest du dann noch. Ich kann Pollution absichtlich auch nochmal hochdrehen, ja. Slash C. Oh Gott, Game. Dot, Player. Dot, Surface. Game. Dot, Player. Dot, Position. Oh. Hab ich erwähnt, das ist ein bisschen unpraktisch mit der Tastatur. Game dot player dot position. Wie viele Nullen sind das? 1 Million, also 6. 4, 5, 6. Klammer zu. Nein, das ist falsch. Game dot player dot surface. Oh. Ich habe noch was vergessen. Dot. Loot. So, jetzt ist ganz viel Smog da. Jetzt kommen auch die Medium-Biter. Oder Big-Biter sogar. Da kommt ein großer Schwung unten links. Und wir warpen in einer Minute. Die Big Biter kommen nicht mal durch die regulären Türme durch, geschweige denn unsere Hauptverteidigung. Eventuell mit den Bots die Türme abbauen. Also die vier äußeren, ne. Ja, die Flammenwerfer-Türme sind einfach total überpowered. Weil der Feind einfach nur stur reinläuft, stirbt.
Und wenn sich ein großer Haufen an Feinden sammelt, wird er eher mit dem Flammenwerfer hingeschossen. Also sind Flammen auf dem Boden, die laufen wieder mehr rein. Das da könnte jetzt noch schmerzhaft werden. Okay, okay. Ja. Nee, gut. Genug rumgealbert mit dem Cheat-Modus, einfach mal zu gucken, was es noch so an Content theoretisch gibt. Es ist leider so, wie ich es mir gedacht habe. Der Anfang ist hart und stressig und hat Spaß gemacht, aber gegen Ende hin wird es halt einfach immer einfacher und ist dann nur noch Vanilla, nur mit weniger Platz und so. Das heißt, die Playlist ist jetzt vorerst beendet. Ich weiß nicht, ob ich es irgendwann weiterspiele, aber ich denke eher nicht. Ich denke, ich würde, wenn, dann eher eine neue Season anfangen. Für heute Abend ist vorbei. Morgen, übermorgen und Donnerstag. Ja. Geht es regulär weiter. Jeden Tag 20:30 Uhr. Nur halt Freitag, Samstag, Sonntag ist jetzt in Zukunft immer frei. Nächsten Montag muss ich gucken. Eventuell Crusader Kings, aber will ich mich noch nicht ganz festlegen. Ich werde nähere Infos dazu in Discord posten und auf Twitter. Guti. Dann hoffe ich, dass es euch trotzdem soweit gefallen hat. Und wir sehen uns die Tage. Gute Nacht. Fußt Railroad Tycoon montags. Wenn denn Open TTD.